Herzlich willkommen. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht rund um das Thema Naturfotografie. Genauer gesagt, was würde ich persönlich Menschen raten, die jetzt gerade mit der Naturfotografie beginnen wollen? Da gibt es unterschiedliche Sachen, glaube ich, zu berücksichtigen. Und dieses hier sind so einige meiner persönlichen Gedanken, die ich euch gerne mitteilen würde. Und vielleicht ist ja was Brauchbares dabei. Also viel Spaß. Ein paar verschiedene grundsätzliche Überlegungen vorweg, bevor ich euch gleich erzähle, wie dieses Video aufgebaut ist. Mir ist schon klar, dass der Begriff Naturfotografie furchtbar breit ist. Also man kann sich eine Menge darunter vorstellen. Gehe ich eher in Richtung Landschaftsfotografie oder möchte ich im Wald fotografieren? Möchte ich Makroaufnahmen machen? Möchte ich von allem etwas machen? Möchte ich speziell Tiere fotografieren? Das sind alles Überlegungen, die vielleicht im Kopf irgendwie rumschwirren. Und ich möchte eigentlich mit diesem Video das allgemein betrachten. Also nicht so besondere Punkte rausnehmen, vielleicht ein bisschen was dazu erklären, aber eher allgemein betrachten. Wohlwissend, dass der Bereich Naturfotografie ziemlich groß ist. Und zum anderen, das sind meine persönlichen Tipps oder Erfahrungen. Wie komme ich dazu? Es ist so, dass ich im Nationalpark Harz Fotokurse gebe, speziell für Einsteiger. Also wie geht man so ran mit der Bedienung der Kamera? Was kann ich zum Bildaufbau beachten und so weiter? Und da habe ich festgestellt, dass verschiedene Themen oder Fragen im Laufe der Zeit sich immer wiederholen. Das heißt, viele Menschen bewegen bestimmte Themen. Und deshalb habe ich die jetzt einfach mal zusammengetragen und möchte die so ein bisschen erläutern. Wenn man verschiedene Fotografen fragt, also 10 verschiedene Leute, bekommt man auch 10 verschiedene Meinungen. Das ist auch klar, also unter Umständen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde auch als grundsätzliche Überlegung auch nochmal vorweg, hört euch viele Meinungen an und versucht dann euer eigenes Bild daraus zusammenzusetzen, so zu beurteilen, ja, was erscheint mir logisch, was erscheint mir auch wichtig und andere Aspekte sind euch vielleicht nicht so wichtig bei dem Ganzen. Nur vor einer ganz bestimmten Sorte Menschen möchte ich mal warnen, das betrifft aber nicht nur die Fotografie, sondern alle Lebensbereiche. Es gibt immer auch wieder Menschen, die davon überzeugt sind, dass ihre Meinung das einzig Richtige ist und alles andere ist falsch. Und die werden auch immer Gründe finden, ihre Meinung zu beurteilen. Und egal, wofür du dich entscheidest bei der Fotografie, ob Ausrüstung oder Herangehensweise oder Bedienung oder keine Ahnung was, es gibt für einen bestimmten Bruchteil Menschen, also wird es immer Gründe geben, warum das schlecht ist, was ihr da macht. Diese Menschen ticken oft so, dass sie gar nicht nach Lösungen suchen, sondern eher nach Bestätigung für bestehende Probleme. So, das wollte ich einmal vorwegnehmen, denn ich finde, auch im Bereich Fotografie, wie so oft, trifft man auf diese Menschen. Meine Hunde liegen hinter mir im Gras und schlafen. Da ist das nichts anderes. Zum Thema Hundeerziehung, 1000 Experten am Start, ist auch alles okay. Viele gute Meinungen, man kann auch nicht alles wissen, aber es gibt auch da bestimmte Leute, die unbedingt recht haben wollen. Zurück zur Fotografie. Das sind also meine Erfahrungen oder so meine Tipps. Aber das gilt hier in diesem Video eben auch. Hörst dir gern an, aber wenn du denkst, nee, das ergibt für dich überhaupt keinen Sinn, dann am besten gleich wieder vergessen. Das Schöne an der Fotografie ist, finde ich, es gibt nur sehr bedingt richtig oder falsch. Es gibt Bilder, die dir gefallen, die dir persönlich gefallen und Bilder, die dir nicht gefallen. Und daran kann man schon eine ganze Menge aufbauen. Ich habe dieses Video so gegliedert. Ich möchte erstmal so ein paar Sachen rund um so was Persönliches erzählen. Also mit welchen Einstellungen, mit welcher Haltung kann man an die Naturfotografie rangehen und ja, was ist mir zum Beispiel da auch wichtig? Das ist ein Teil. Dann wird ein Teil sein, da geht es so im mittleren Teil um das Technische rund um die Fotografie. Also Ausrüstung, aber auch Bildbearbeitung. Ja, und dann in einem letzten Teil, da geht es so um soziale Medien, weil ich gemerkt habe, dass auch da viele Fragen kommen. Soll ich meine Bilder da posten und wie kommen die dann an und wie gehe ich denn damit um, wenn es schlecht ist? Und ja, also ein Riesenbereich auch dazu. Und da habe ich mir insbesondere Instagram rausgesucht, weil das natürlich so eine Bilderplattform ist. Auch da habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Nicht viele, aber trotzdem so ein paar Grundüberlegungen, die ich euch da mitgeben möchte. Und los geht's. Mit dem persönlichen Teil, also Einstellung und Haltung zur Naturfotografie.
Mit Einstellung oder Haltung meine ich, welchen Stellenwert hat die Naturfotografie? Also wenn du damit anfangen möchtest, was erhoffst du dir davon? Und da hat mir geholfen, mir einfach mal vorzustellen, wie sähe so ein Bild aus, was ich mal erstellen möchte. Ist das eher eine Landschaft oder möchte ich, naja, einen Weg fotografieren? Was habe ich so vor Augen? Also welchen Stil wende ich im weitesten Sinne an? Und als, wenn das so klar ist, dann habe ich mir überlegt, möchte ich eher in Richtung Dokumentation fotografieren, also das so abbilden, wie ich denke, so ist auch der tatsächliche Zustand. Warum das nicht so ist, können wir gleich auch noch drüber reden. Aber eher in Richtung Dokumentation. Oder möchte ich in eine künstlerische Richtung gehen? Denn dann kann ich vielleicht meine Bilder ganz anders gestalten. Dann setze ich vielleicht Filter ein oder ich gehe ganz anders in der Nachbearbeitung vor. Mir hat das geholfen, erstmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Und im Endeffekt kam aber auch bei mir am Anfang bei raus, ja, schon, das soll schon ästhetisch sein, das darf auch schon künstlerisch sein, aber was genau und welche Motive, das weiß ich noch gar nicht, sondern ich möchte mir alle Möglichkeiten irgendwie offen halten. Und diese Möglichkeiten offen halten, diese Überlegung ist auch nicht verkehrt für die Objektivwahl. Zum Beispiel, da gehe ich ja im mittleren Teil gleich nochmal drauf ein. Ich habe festgestellt, dass bei vielen, ja auch Videos rund um die Naturfotografie, der Schwerpunkt oft natürlich auf der Fotografie lag. Na klar, Naturfotografie ist ja ein Teil der Fotografie. Aber mir persönlich kam so der Teil Natur oft zu kurz. Und deshalb ist es mir immer ganz wichtig, oder ich plädiere ganz oft dafür, sich auch mit der Natur zu beschäftigen. Also mit dem eigentlichen Motiv. Warum sieht das so aus, wie es hier aussieht? Warum ist das zum Beispiel ein Fichtenzapfen und kein Tannenzapfen? So. Warum wird er auch gar nicht unten liegen als Tannenzapfen? Egal. Es soll doch nicht zu sehr ins Detail gerade gehen. Aber ich finde, wenn man in der Natur unterwegs ist, dann verdient die Natur, also Pflanzen und Tiere, Respekt von uns Fotografen. Das heißt auch mal zurücknehmen. Und das meine ich mit Haltung. Bin ich also bereit, mich auch wirklich mal zurückzunehmen, wenn es drauf ankommt? Beispiel, wenn euch die Tiere wichtig sind zu fotografieren, dann geht man vielleicht ganz anders ran mit hochwertigeren, größeren Objektiven, mit einer größeren Brennweite, dass ich wirklich die Tiere in Ruhe beobachten kann. Dann ist es auch wichtig, den Tieren Respekt gegenüber zu bringen. Ich hatte mal ein Beispiel, da bin ich nur durch Mecklenburg-Vorpommern mal gefahren und hatte gesehen, dass jemand Kraniche fotografiert hat. Und das war eine Frau und der waren die Kraniche zu weit weg offenbar. Und die hielt also mit dem Auto an, stieg aus und bewegte sich auf die Tiere zu. So. Und natürlich so dicht, bis sie irgendwann wegflogen. Alle anderen, die vorbeifuhren, haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Und das ist so ein Beispiel, dass ich denke, diese Frau war offenbar bereit, alles für ein Bild zu machen, dass sie diese Kraniche gut fotografiert. Aber dass diese Tiere eine Fluchtdistanz haben, dass die sich da im Herbst erstmal stärken vor dem Weiterflug, dass es alles Energie kostet, wenn die dann auffliegen, das hat die überhaupt nicht bedacht. Ich nehme an, sie hat es nicht bedacht. Denn wenn sie es bedacht hätte und es bewusst in Kauf nimmt, dann ist es... Ach, dann guckt man sich so ein Video auch nicht an. Müssen wir nicht drüber reden irgendwie. Also, welchen Stellenwert räume ich der Natur ein und wie viel Respekt bringe ich auch gegenüber? Das ist so eine Einstellungsfrage oder Haltungsfrage. Dann finde ich es wichtig, sich immer wieder zu überlegen, wo bin ich hier gerade? Ihr seht, ich bin hier nicht am Weg, ich sitze hier mitten in einem Wald. Das bedeutet, ich bin hier ja gerade nicht in einem Nationalpark, denn in Nationalparks zum Beispiel ist ja ein Wegegebot. Zum Schutz der Natur dürfen die Wege nicht verlassen werden. Und da finde ich es wichtig, dass man sich auch da informiert, wo halte ich mich hier gerade auf und halte ich diese Regeln ein. Ich empfinde das nicht als Schikane, sondern ich finde das einfach wichtig, solche Regeln auch einzuhalten, damit diese Natur erhalten bleibt. Das ergibt ja auch einen Sinn, dass diese Regeln aufgestellt wurden. Ja, und dann lässt man sich manchmal so ein bisschen verleiten von anderen Fotografen auch oder von Bildern, die man sieht. Und ich finde, man darf nicht unterschätzen, dass auch viele Bilder, die man so von Tieren sieht, oft auch in Zoos oder Tierparks aufgenommen worden sind. Es wird aber manchmal gar nicht aufgeklärt, wo die entstanden sind. Muss man ja auch nicht. Manchmal wird auch behauptet, die sind in freier Wildbahn entstanden. Will ich auch nicht verurteilen, soll jeder so damit glücklich werden, wie er gern möchte. Aber das bedeutet nicht, und das muss man sich, glaube ich, klar machen, wenn man mit der Tierfotografie beginnt, dass man auf jeden Fall in freier Natur den Tieren so nahe kommt, wie man es auf anderen Bildern vielleicht gewohnt ist, weil man gar nicht weiß, welche Ausrüstung steckt dahinter oder unter welchen Umständen sind diese Bilder entstanden. Ja, grundsätzlich finde ich immer die Überlegung wirklich sehr, sehr wertvoll, wie weit bin ich bereit, für ein bestimmtes Motiv oder Bild zu gehen.
Und für mich kommt es nicht in Frage, auch auf Bergen oder so Absperrungen zu überwinden, weil es dann noch irgendwie ja, spektakulärer aussieht. Das hat für mich nichts mit Respekt der Natur gegenüber zu tun, aber auch anderen Menschen gegenüber nicht zu tun, weil die allermeisten halten sich ja an diese Regeln. Und das, also kein Fotograf hat das Recht, sich darüber zu stellen und für seine Zwecke das so rauszunehmen oder die Regeln für seine Zwecke auszulegen. Das betrifft beispielsweise auch Drohneneinsatz in Naturschutzgebieten, in Nationalparks, in Wäldern. Da hängt eine Menge dran. Also, was bin ich bereit, wirklich, oder wie weit bin ich bereit, mich selber zurückzunehmen, um die Natur zu respektieren? Eine gute Übung ist dabei übrigens, dass man auch verschiedene Motive in der Natur immer auf Augenhöhe fotografiert. Also, wenn ich hier eine kleine Fichte habe, dann gehe ich runter. Wenn ich zum Beispiel ein Tier fotografiere, dem ich sehr nahe kommen kann, bei Feuersalamandern ist es zum Beispiel der Fall, dann gehe ich auch bodennah, damit ich auf Augenhöhe bin. Deshalb kann man dieses auf Augenhöhe auch im übertragenen Sinne sehen. Also mein Motiv behandle ich mit Respekt. Ein anderes Beispiel, wenn man aus der Hochzeitsfotografie zum Beispiel kommt, kann ich mir nicht vorstellen, wenn man sich da benimmt, wie man will als Fotograf, dass das Brautpaar einen unbedingt weiterempfehlen würde. Sondern das klappt doch nur, wenn Brautpaar und Fotograf miteinander harmonieren und sich da gut abstimmen. Und nur weil die Natur dann keine Stimme hat, finde ich, heißt es nicht, dass man dann machen kann, was man so möchte. Wichtig ist, denke ich, auch, dass man sich Zeit nimmt und einfach mal in Ruhe vielleicht hinsetzt oder eine Weile dort aushält. Ich denke, es ist gerade in der Naturfotografie nicht vorteilhaft, wenn man selber zu viel Hektik reinbringt in ins Fotografieren oder in diese ganze Szene, in dieses ganze Setting. Ich bin nicht so der Freund, der unbedingt irgendwelche Hotspots aufsucht, weil das irgendwie alle fotografieren oder so. So gehe ich nicht ran, aber trotzdem gibt es natürlich bestimmte Motive, von denen ich denke, oh, ich möchte das mal gern sehen. Da. Also es ist besonders toll, was in der Natur da ist, also ein besonderer Berg oder keine Ahnung was. Und natürlich denke ich dann auch mal, ja, möchte ich auch mal gern fotografieren. So, das steckt ja auch dahinter. Und da habe ich tatsächlich einmal die Erfahrung gemacht. Ich war sehr früh morgens an einem sogenannten Hotspot, war einer der ersten Fotografen, auf den Sonnenaufgang gewartet und hatte mich so eingerichtet. Und im Laufe des Morgens, da kam die Sonne dann langsam immer höher, da wurde es da immer voller und es kamen immer mehr Fotografen dazu. Und ja, natürlich macht man dann auch mal Platz, wenn man lange so einen Platz auch belegt hat, dass andere dahin können. Aber ich habe auch festgestellt, dass einige, so wie ich auch, lange ausgehalten haben, die Ruhe hatten und haben das so passieren lassen und immer wieder geguckt, kann ich da noch ein Bild machen oder nicht. Und dann gab es auch Fotografen, die kamen an, schon in Hektik, sie waren genervt, oh, hier ist ja alles voll. Ja, leider zu spät dran, okay. Dann sind sie hin und her gelaufen, haben hier geguckt, nee, da kein Platz, kann ich kurz hier dazwischen? Ja, ganz kurz machen. Und haben tatsächlich in so eine ganze Gruppe Unruhe reingebracht. Und zwar einfach auch durch Nölerei. So, das ist ja blöd, hier ist ja so viel los. Ja, das ist dann an Hotspots nun mal so. Ich würde dringend empfehlen, da wirklich, setz dich nicht so sehr unter Druck, sondern nimm dir Zeit, nimm dir Ruhe und überleg dir einfach, was willst du mit dieser Zeit machen und ja, lass es mal um dich rum geschehen. Wie hier auch. In diesem Wald, der häufig in meinen Videos auftaucht, bin ich auch ganz oft, ohne dass ich fotografiere, weil ich einfach nur denke, ich gucke mal, was um mich rum passiert. Und das habe ich in anderen Videos auch schon erzählt. Ich finde es auch wertvoll und wichtig, Wälder oder Landschaften oder was auch immer, also die Natur zu unterschiedlichen Jahreszeiten kennenzulernen, zu unterschiedlichen Tageszeiten, Wettersituationen. Dieser Wald mit Nebel sieht ganz anders aus und bietet ganz andere Motive als gerade mit der Sonne so bei mir im Hintergrund. Ja, also überleg dir, womit du anfangen willst und dann pick dir das raus und versuch da tatsächlich dir auch Vorbilder zu suchen. Also hast du schon Fotografen irgendwo, wahrscheinlich im Internet entdeckt, vielleicht auch auf Social Media, deren Stil dir gefällt, dann versuch mal rauszufinden, wie komponieren die dieses Bild, wie stellen die das dar und was kannst du vielleicht von denen lernen. Damit meine ich nicht kopieren. Natürlich kann man versuchen, eins zu eins nachzufotografieren, aber es wird dir ja kaum gelingen. Weil man ja auch am Anfang gar nicht weiß, worauf soll ich achten und was stelle ich wie ein bei der Kamera. Aber ich finde es wichtig, Vorbilder zu haben, von denen man denkt, ja, das
finde ich gut, wie die so vorgehen. Das kann auch wiederum im übertragenen Sinne sein, Vorbilder, die die Natur besonders respektvoll behandeln oder sich gleichzeitig als Naturschützer eingesetzt haben oder so. Also ich finde, das kann gut Hand in Hand gehen. Ja, das war so ein erster Block rund um Persönliches, also Einstellungen und Haltungen. In Teil 2 dieser kleinen Serie, wenn du mit der Naturfotografie anfängst, wird es um die Technik gehen, speziell Objektive, aber noch vieles mehr. Und in Teil 3 um die sozialen Medien und allen voran Instagram.